Hey Leute, Coach Steffi und heute geht's um das Schultertraining. Ich zeige euch, wie ihr alle Anteile trefft mit Langhantel, Kurzhantel und mit dem eigenen Körpergewicht. Let's go! Die Schulter ist das Ding, das euren Oberarm mit dem Oberkörper verbindet. Das heißt auch, jede Übung, die ihr für die Arme macht, ist die Schulter auch mit involviert. Wir gliedern die Schulter in drei Anteile auf. Einmal in den vorderen Anteil, das ist der hier. Einmal in den seitlichen Anteil, das ist der hier. Und einmal in den hinteren Anteil, das ist der hier. Und je nachdem, wie ihr euch bewegt, habt ihr einen der drei Anteile drin. Und ich erkläre euch jetzt Step by Step, mit welchen Übungen ihr welchen Anteil trefft. Damit ich weiß, welche Übung ich machen muss, muss ich wissen, welche Funktion hat welcher Muskel. Der vordere Anteil der Schulter, einmal das Heben des Armes hier nach vorne und einmal die Innenrotation. Das ist die Funktion, die der Anteil hier macht. Das heißt, die Bewegung der hier. Kennt ihr vielleicht unter Frontheben? Ihr nehmt Hanteln, Kurzhanteln in die Hand, einfach hier und arbeitet dann hier. Hoch. Hoch. Und wichtig hier, wenn ihr nach oben geht, dreht ihr die Hand quasi so nach innen ein bisschen ein in die Innenrotation. Das ist das Frontheben, ist vielen von euch bestimmt geläufig. Ich kann euch aber gleich sagen, Frontheben braucht ihr so gut wie gar nicht. Weil die vordere Schulter macht auch alle Übungen mit, wo ihr etwas wegdrückt. Wie das Bankdrücken, positive Bankdrücken. Ihr habt beim Butterfly das drin, bei Liegestütze drin. Von daher ist eh schon sehr viel Arbeit hier auf dem Anteil. Braucht ihr nicht nochmal extra Frontheben machen. Besser wäre es, die Military Press oder Overhead Press zu machen. Weil hier habt ihr nicht nur isoliert die vordere Schulter drin, sondern auch den seitlichen Anteil, den Nacken sowie den Trizeps. Das heißt, ihr habt in einer Übung mehrere Muskeln und das macht es so effektiv. Wir greifen die Stange schulterbreit, beziehungsweise so, dass eure Unterarme eben vertikal zum Boden stehen und drücken sie dann hoch. Ich zeige es euch gleich mit Gewicht. Also am besten so einstellen, dass ihr es leicht rausnehmen könnt. Einmal hier, Schritt zurück. Wir nehmen die Füße zusammen, wie beim Militär. Klack. Hier stehen wir. Jetzt müssen wir den Oberkörper leicht nach hinten nehmen, dass wir mit der Stange auch an der Nasenspitze vorbeikommen, ohne sie zu treffen. Und dann mit Luft raus in einem Zug hoch. Und während ich hier nach oben gehe, drücke ich quasi die Brust raus, meinen Kopf vor, die Schultern nach hinten, dass ich hier quasi in einer Linie stehe. Und dann wieder langsam runter, Endposition. Und dann wird hier gearbeitet. Gearbeitet, wirklich schön kontrolliert arbeiten. Wenn ihr darauf aus seid, viel Gewicht zu bewegen, wie beim Powerlifting oder beim CrossFit, dann kennt ihr vielleicht die Variante, wo die Leute noch so die Beine mit dazu nehmen, quasi hier mit Schwung hochgehen. Ist vollkommen okay, ist einfach nur ein anderes Ziel. Wollt ihr Muskeln aufbauen, kräftiger werden, dann ist es wichtig, dass ihr die Übung kontrolliert macht, vor allem die Exzentrik mitnehmt. Falls ihr keine Langhantel habt und daheim trainiert, könnt ihr das Ganze auch mit Kurzhanteln oder mit dem eigenen Körpergewicht machen. Gehen wir wieder vor. Selbes Spiel hier, nehmen die Hanteln raus, nehmen die Füße wieder eng zusammen, hier hoch und dann Oberkörper leicht nach hinten und dann arbeite ich hier. Das ist quasi mit den Kurzhanteln. Einziger Unterschied ist, dass ihr ein anderes Gewicht in der Hand habt. Und wenn ihr mit dem eigenen Körpergewicht trainieren wollt, dann können wir die Overhead Press machen, indem wir beispielsweise hier runter gehen, den Hintern hochnehmen, Kopf runter und hier arbeiten. Fortgeschrittene können es auch so machen, dass sie die Füße auf eine Erhöhung nehmen, wie jetzt hier die Bank. Ich hoffe, meine Schuhe sind sauber. Und dann auch hier arbeiten. Gerade bei den Bodyweight-Varianten ist es so, dass die obere Brust hier auch noch mitmacht, weil die Funktion der vorderen Schulter und der oberen Brust relativ ähnlich sind. Ja, gerade hoch ist nur Schulter, aber wenn ihr so ein bisschen einen Winkel nach vorne reinbekommt, arbeitet die Brust auch mit. Und das sind eigentlich so die gängigsten Übungen für die vordere Schulter. Der seitliche Anteil der Schulter hat nur eine Funktion, und zwar die Abduktion des Armes. Das ist das hier. Übung kennt ihr bestimmt, ist das Seitheben mit der Kurzhantel. Ich erkläre euch kurz die Technik. Ihr nehmt zwei Hanteln in die Hand, nehmt die Füße zusammen, so wie bei der Military Press, aufrecht stehen, die Brust raus, Kopf so leicht runter und dann nehmt ihr die Arme hier hoch bis ca. 90 Grad. Wieder runter, nicht ganz an den Körper ran, wir wollen immer noch Spannung auf der Schulter haben und dann hier arbeiten auch wieder schön kontrolliert.
Viele Fehler werden gemacht beim Seitheben, einfach weil zu viel Gewicht verwendet wird. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr von der Seite schaut und ihr geht jetzt hier hoch, dann sollte eure Hand horizontal zum Boden gehen. Viele machen den Fehler, wenn sie zu viel Gewicht benutzen, dass sie hier nach oben aufdrehen und so arbeiten. Wenn ich den Arm hier aufdrehe, drehe ich auch gleichzeitig den vorderen Anteil der Schulter hoch und der arbeitet mit. Dadurch wird das Ganze leichter. Ich will aber wirklich den hier treffen, von daher lieber weniger Gewicht nehmen und dafür hier richtig arbeiten. Was auch häufig falsch gemacht wird, ist dann der hier, dass nur so halbe Wiederholungen gemacht werden oder mit Schwung gearbeitet. Alles, was mit Schwung passiert, ist keine Muskelkraft. Was ich auch nicht so ein Fan davon bin, ist, wenn ihr den angebeugt macht, weil viele Leute machen dann den Fehler, dass sie eigentlich nur die Hände bewegen, obwohl sie eigentlich die Schultern bewegen sollen. Einfach nur aus dem Grund, weil man hier wieder mehr Gewicht verwenden kann. Von daher tut mir den Gefallen, ganz klassisch, gestreckte Arme. Kontrolliert arbeiten, aufrecht stehen, Spannung halten und atmen. Man kann das Ganze dann auch mit dem Kabelzug machen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber die seitliche Schulter mit dem eigenen Körpergewicht ist ganz schwierig zu trainieren. Ist aber auch nicht schlimm, weil die stabilisiert die Schulter bei Übungen wie jetzt Military Press, Overhead Press, bei Liegestütze. Die ist da immer involviert. Ihr könnt es euch so vorstellen, der Körper arbeitet nicht isoliert. So wie ihr es gerne hättet mit den Übungen, so funktioniert es nicht. Der ist immer eine Einheit, von daher macht Seitheben, wenn ihr Kurzhanteln habt. Falls ihr keine habt, macht einfach Übungen wie die Overhead Press hier an der Bank, ist auch kein Problem. Alle guten Dinge sind drei. Kommen wir zum hinteren Anteil der Schulter. Die Funktion von ihm ist es, den Arm hier nach hinten zu bringen. Diese Bewegung. Das heißt, bei allen Übungen, wo ihr quasi rudert und hier arbeitet, ist die hintere Schulter dabei. Natürlich auch, wenn ihr von oben zieht, sind auch wieder Fasern von der hinteren Schulter dabei. Aber auch, wenn ihr hier vorne übergebeugt seid und dann den Arm hier hochnehmt, ist auch die hintere Schulter dabei. Das heißt, eigentlich ist sie bei fast allen Rückenübungen am Start, ist aber trotzdem der Muskelteil von den drei, der bei vielen Leuten am unterentwickelsten ist. Von daher solltet ihr unbedingt in eurem Trainingsplan irgendwo die hintere Schulter nochmal isoliert drin haben. Im Fitnessstudio ist leicht, da geht ihr an den Butterfly Reverse. Setzt euch hin an der Maschine und arbeitet. Wichtig ist hierbei, dass ihr den horizontalen Griff wählt, dass ihr den Oberkörper so leicht nach vorne beugt und dann kontrolliert hier hinten rausarbeitet. Dann habt ihr wirklich isoliert hinten den Teil drin. Wenn ihr aber nicht im Fitnessstudio seid, sondern daheim Kurzhanteln habt, könnt ihr euch einfach hinsetzen oder auch im Stehen. Nehmt die Hanteln auf, Oberkörper vorne hier über und dann kontrolliert ohne Schwung runter. Runter. Und ihr merkt schon, selbst ich zitter dabei, obwohl es nur 6 Kilo sind, weil bei dieser Übung braucht ihr wirklich, wirklich wenig Gewicht. Auch hier ohne Schwung hochgehen, kurz halten, so eine halbe Sekunde und wieder runter. Dann merkt ihr auch richtig deftig den hinteren Anteil. Falls ihr auch keine Kurzhanteln habt, sondern nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, legen wir uns einmal auf den Boden, einmal in Bauchlage. Und wenn ihr jetzt meine Workouts öfter schon gemacht habt, dann kennt ihr die Übung und zwar hier. Fliegende in Bauchlage Butterfly. Ihr könnt dann hier auch verschiedene Übungen machen. Wir haben die Full Range Flies. Wir können hier Kombos machen. Wir können einfach nur halten. Wir können hier mit beiden Seiten arbeiten, beide gleichzeitig. Also da könnt ihr kreativ sein oder einfach mal meine Workouts anschauen. Passend zu dem Video heute bringe ich am Sonntag ein Workout für die Schultern mit Kurzhanteln raus. Also noch ein paar Tage warten, da müsst ihr euch überhaupt nicht zusammenreimen, sondern macht einfach das nach, was ich euch vorgebe. Falls ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare hauen. Falls ihr neu seid, Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.